Once upon a time. Ja, es war einmal. Ja, es war einmal eine unglaubliche Idee, die fing auf der Wiese an und jetzt bin ich ein paar Jahre weiter. Ich habe so viel Es war einmal Geschichten schon erzählt und jetzt geht die nächste Version nach Venedig und da erzähle ich das weiter. Zu arbeiten. Ja, das war eine Vision. Es ging um die Inszenierung einer riesigen Wiese. Das hatte ich mir ausgedacht. Beim Laufen kam mir die Idee. Ne? Als ich diese Idee plötzlich hatte, das möchte ich gerne mal sehen, wie das aussieht, wenn so ein riesiges Draht-UFO da landet. Das war so die allererste Idee. Während ich das umgesetzt habe, ist mir klar geworden, dass das überhaupt nicht aussieht wie ein UFO, sondern das Erscheinungsbild von dem, was ich umgesetzt habe, sah dann aber wie ein Wolkengebilde aus. Und dann habe ich angefangen, peu à peu das umzusetzen. Das Palmenhaus gehört zu dem Gelände Fritz Henkel und Henkels haben hier ihr privates Anwesen, leben hier in diesem Ort. Und das hat eben eine Deckenhöhe, die ich brauche für meine Installation. Dass ich meine Installation hier aufbauen kann und probieren kann mit Licht und mit Farbe und mit wie viel brauche ich von was und wie soll es überhaupt aussehen. Und das habe ich Herrn Bagel so gesagt und er hat mir das dann zur Verfügung gestellt. Da bin ich natürlich unheimlich froh. Ja, sie hat danach gefragt, beziehungsweise sie kannte es. Ja, es ist die Stadt Unkel mit Konzerten da, die Unkler Philharmonie. Und da sind die Leute eigentlich auch immer gerne. Und daher kannte sie das Gebäude. Und da zu der Zeit, also jetzt keine Veranstaltungen sind, hat sie gefragt, ob sie das ihre Kunst nun in groß ins Palmenhaus machen könnte, weil das also nun den Verhältnissen 1:1 entspricht. Dann sieht das ja anders aus. Da weiß man, wie es ist. Wir schneiden den erst auf der Maschine hier vorne, biegen den eben zu diesen Wölkchen. Dann laden wir die auf unseren Sprinter. Fahren den nach Niederzissen zu einer Pulverbeschichterei. Und nachdem sie beschichtet worden sind, fahren wir die nach Unkel und da werden die dann verbaut im Palmenhaus. Ich bin extrem aufgeregt und auch neugierig, wie das wohl tatsächlich jetzt aussehen wird. Der Plan ist ja, das in Plexiglas umzusetzen. Das Plexiglas wird aufbrechen nach oben hin. Das kann man ja mit Wärme behandeln und dann wird es verformt auf den Punkt, wie ich es haben möchte. Und dann, wenn es auskühlt, bleibt es so. Ich habe jetzt hier mal angenommen, diese Silofolie wäre mein Plexiglas. Und in etwa so wird es auch aufbrechen. Also habe ich angefangen, es schon mal so hier zu konfigurieren, wie ich mir denke, wie es sein könnte. In den nächsten Wochen wird natürlich noch viel, viel mehr hier passieren. Dann wird die Folie getauscht gegen das Plexiglas. Und dann kann ich beim Plexiglas sehen, ob ich das im Vorfeld genügend schon vorgebogen habe oder ob ich es mit dem Heißluftföhn
nochmal bearbeite, also warm mache und noch mehr nach außen bringe. Das werde ich sehen im Prozess. Hier an dieser Stelle muss wesentlich mehr für hinter dem Plexiglas nachher rausquellen. Das muss richtig so wollen. So, noch ein bisschen weiter rausziehen. Die Platten müssen ja schon auch einiges tragen. Also erstmal bin ich froh, dass wir jetzt den nächsten Step erreicht haben. Alles ist verpackt und alles ist sortiert. Es ist für mich ein super Gefühl, weil ich der Sache einen Schritt näher komme. Ich bin jetzt fertig, bin jetzt leer. Ich brauche jetzt ein Kaffeechen. Also man muss dazu sagen, ich bin ja am Hafen später angekommen als mein Werk. Ich hatte mich mit meinem Werk verabredet um 9 Uhr morgens hier in Tranchetto am Hafen und bin selber erst um 9:30 angekommen. Aber insgesamt war das natürlich ein äußerst glückliches Gefühl, da zu sehen, ah, der Draht ist da und die Plexiglasplatten sind auch wohlbehalten hier angekommen. Also wir haben den Draht mit einem Lastenschiff transportieren lassen und dann haben wir die 800 pinken Wölkchen hier in einen Nebenraum erstmal gelagert, damit ich sie stückweise da rausholen kann. Dann komm ein bisschen weiter. Nee, doch, ist gut so. Ja, ja, ist gut so. Weil wenn wir zu sehr hier rüber rutschen und du guckst von unten hier rein, dann ist es zu sehr auf dieser Seite. Also es bleibt so. So machen wir es. Das ist geklärt. Das ist die Konstruktionswand, die setzen wir jetzt dran. Ja. Kann ich ja schon mal dahin tragen. Und wenn wir ganz viel Glück haben, sage ich gleich, wir lassen die Wand weiß. Warum müssen wir die dunkel machen? Ich weiß gar nicht, warum ich gesagt habe, ich will die dunkel haben.
Da muss jetzt 10-mal so viel dran. Aber eigentlich ist das gut so. Im Großen und Ganzen ist das sehr stimmig. Ne, die Schwierigkeit war, wie gehen wir mit dem Kronleuchter um? Wir können den ja nicht eindrahten. Wo noch auf jeden Fall Material hinkommt, ist hier, wir haben hier den Aufzugsbereich. Da werde ich auf jeden Fall ein bisschen dünner bleiben. Hier wird nochmal der Bogen ausgefüllt. Und dann gehe ich raus auf den Balkon, da habe ich heute vorgearbeitet, war eben unten, habe mir das final angeguckt. Und ich habe mir gerade überlegt, was noch fehlt. Also Sonne. Sonne fehlt. Ja, und dann freue ich mich, dass es ein halbes Jahr hier Spaß macht, sich das anzusehen. Ne? Im Märchen ist es so, dass die Märchengestalten eigentlich keine Konsistenz besitzen. So transparent, so durchsichtig wie eine Märchenfigur sind auch diese Wolken. Und so ortlos wie eine Märchenfigur sind die Wolken auch, weil die Künstlerin kann überall diese Wolken installieren. Wenn ich in Unkel, in der abgerissenen Löwenburg, als Sinnbild der Vergangenheit, dann hier im Palazzo Mora als zeitgenössisches Motiv wie historische Architektur und moderne Kunst zusammengehen kann. Martin, du hast eine neue Ära eröffnet und da wünsche ich dir alles Glück und alles Gute. Dass es immer schön sein soll, sondern ich finde es toll, wenn man darüber spricht. Und das bedeutet Zusammenkunft und das bedeutet miteinander sich auseinandersetzen und Positionen austauschen. Und das ist für mich wichtig. Das ist das, worum es geht.